Wir leben im Zeitalter eines beispiellosen Informationskrieges. Doch manchmal brechen auch Fronten auf, wie der Fall des russischen Journalisten Andrei Babitsky zeigt. Babitsky hatte 25 Jahre lang für den amerikanischen Sender Radio Liberty gearbeitet. Er gehörte zu den liberalen Moskauer Intellektuellen, welche nach der Auflösung der Sowjetunion Sympathien mit dem Unabhängigkeitskampf der Tschetschenen hatten. Babitsky interviewte bekannte Führer der tschetschenischen Separatisten wie Schamil Basajew. Für Präsident Wladimir Putin war der Journalist Babitsky im Jahre 2000 ein Verräter, der für den Feind arbeitet. Doch 2014 gab es eine Wende im Leben von Babitsky. Der Journalist geriet in einen Konflikt mit der Redaktion von Radio Liberty. Babitsky bestritt, dass Russland die Krim annektiert hatte. Gegenüber der tschechischen Zeitung Lidovi Novini erklärte der Journalist: Zur Krim habe ich eine besondere Beziehung. Wir haben dort ein Haus. Meine Frau wurde auf der Krim geboren. Dort leben bis heute ihre Eltern, die früher beim Militär waren. Wir fahren jeden Sommer auf die Krim, um dort Urlaub zu machen. Also, ich weiß, dass für einen großen Teil der Krim-Bevölkerung die Ukraine immer ein fremder Staat war. Die Bewohner der Krim fühlten sich in der Ukraine nicht zu Hause. Sie störte die Politik der Ukrainisierung. Sie störte, dass man ihnen die ukrainische Sprache aufzwang. In dem Interview erklärte er auch, warum ihn der ukrainische Nationalismus ängstige. Es gibt die historische Erfahrung. Meine Mutter wurde in Kiew geboren. 17 Mitglieder meiner Familie wurden während des Zweiten Weltkrieges von ukrainischen Nationalisten ermordet. Im September 2014 wurde Babitsky von Radio Liberty gekündigt. Der Journalist siedelte von Prag nach Donetsk über. Von dort schreibt Babitsky seit 2015 für russische Internetportale und verdient damit sein Geld. Vom Dissidenten und Putin-Kritiker wurde Babitsky zum Befürworter der russischen Position in der Ukraine-Krise. Die deutschen Medien verschwiegen die Kündigung von Babitsky durch seinen Arbeitgeber Radio Liberty und sie verschwiegen, dass Babitsky seit 2015 als freier Journalist in der international nicht anerkannten Volksrepublik Donetsk für russische Medien arbeitet. Die deutschen Medien taten so, als ob Babitsky eine unbedeutende Persönlichkeit ist, über dessen Positionswechsel es sich nicht lohnt, auch nur ein Wort zu verlieren. Dabei war Babitsky im Jahr 2000 noch ein Held in den deutschen Medien. Damals, als russische Truppen Tschetschenien zurückeroberten und russische Sicherheitskräfte den Reporter in Grozny gefangen nahmen, waren die deutschen Zeitungen voll von Berichten über den mutigen russischen Journalisten, der die Wahrheit aus dem Tschetschenienkrieg berichtete. In Donetsk hatte ich die Möglichkeit, Andrei Babitsky zu treffen. Ich wollte von ihm persönlich erfahren, wie es kam, dass er nun einen prorussischen Standpunkt einnimmt. Ich fragte Babitsky, wie es in den 1990er Jahren zu dem Konflikt zwischen Russland und Tschetschenien kam. Der Konflikt entstand aus einem einfachen Grund. Das waren Fliehkräfte. Also die Ränder versuchten, sich aus der Kontrolle des föderalen Zentrums zu lösen. Tschetschenien ging dabei am weitesten von allen. Es erklärte seine Unabhängigkeit und seinen de facto Austritt aus der Russischen Föderation. Tschetschenien führte den Zerfall der Sowjetunion logisch zu Ende. Wenn sich Russland nach diesem Modell weiterentwickelt hätte, dann wäre Russland heute in mehrere Regionen geteilt. Moskau konnte nicht zulassen, dass der Zerfall zu einem unkontrollierten Prozess wird und das Land ins Chaos gestürzt wird. Im Jahr 1991 hat der tschetschenische Präsident Johar Dudajew nicht verstanden, dass Tschetschenien weder militärisch noch politisch in der Lage ist, sich gegen das föderale Zentrum durchzusetzen, welches die Unabhängigkeit Tschetscheniens verhindern wollte. Dudajew verstand auch nicht, dass Tschetschenien nicht in der Lage ist, ein eigenes System aufzubauen. Das waren Romantiker, die glaubten, man könne auf Grundlage des tschetschenischen Gewohnheitsrechts einen neuen Staat aufbauen. Daraus wurde nichts. Sie demontierten die letzten Reste der sowjetischen Verwaltung. Das Ergebnis war ein völliges Chaos und ein Aufblühen des Bandenwesens. Und nicht nur das. Russland gab Tschetschenien in den Jahren 1996 bis 1999 die Möglichkeit, faktisch als eigenständiger Staat zu existieren. Aber das führte zu noch schlimmeren Resultaten. Das Territorium
fiel ins schlimmste Mittelalter zurück. Es gab Menschenhandel, Mord, Folter. Die zentrale Verwaltung funktionierte nicht mehr. Tschetschenien zerfiel in Enklaven, die von islamistischen Banden regiert wurden. Wenn sie jetzt einen Verlag fragen würde, ob sie nicht ein Buch mit ihren Tschetschenien-Reportagen aus den 1990er Jahren veröffentlichen wollen, würden sie einwilligen? Ja, der Großteil meiner Texte, das sind einfache Reportagen, ohne den Versuch, etwas zu bewerten. Ich erzähle nur, was vorgefallen ist. Ich bin der Meinung, dass der erste Tschetschenienkrieg eine absolut falsche Entscheidung war. Das war der Versuch von Boris Jelzin, vor den Präsidentschaftswahlen mit einer militärischen Operation einen Erfolg zu präsentieren. Im Ergebnis litt eine große Zahl von Menschen. Die Kaukasusrepublik wurde zerstört. Der erste Tschetschenienkrieg war eine Aggression, die nicht durch Ressourcen gedeckt war. Es gab keine normale russische Armee. Junge russische Soldaten wurden verheizt. Tausende Zivilisten starben. Ja, ich wäre einverstanden, meine Tschetschenien-Reportagen aus den 1990er Jahren in einem Buch zu veröffentlichen, allerdings mit einem Vorwort. Denn viele Akzente meiner Bewertung der damaligen Ereignisse haben sich verändert, aber meine Arbeit als Reporter habe ich gewissenhaft gemacht. Gibt es die Gefahr, dass die Ukraine einen großen Angriff auf die Volksrepublik Donetsk startet? Ich schließe nichts aus. Kiew handelt nicht verantwortungsvoll und die Ukraine ist kein Land, auf das man sich verlassen kann. Sie machen alles Mögliche und auch Dinge, die abseits jeder Logik sind. Aber wenn man es real betrachtet, dann hat die Ukraine keine Ressourcen für einen großen, erfolgreichen Angriff. Außerdem würde so ein Angriff zu einer großen Zahl von menschlichen Opfern in Donetsk führen. In Donetsk leben heute nur noch 80% der Menschen, die vor dem Krieg in der Stadt wohnten, also fast 1 Million Menschen. Dass es keinen Großangriff von Kiew gibt, hängt nicht damit zusammen, dass Kiew Mitgefühl mit der großen Zahl von Opfern hat. Die Ukraine hat nicht genug Militärpersonal. Und sie hatte in den Jahren 2014, 2015 große Verluste an Militärtechnik, welche nicht durch neues Material ersetzt wurden. Und die Ukraine hat nicht die militärische Überlegenheit, die bei einem Angriff helfen könnte. Und dann ist da noch die Reaktion des Westens auf eine große Zahl von Opfern, die es beim Angriff auf Städte geben würde. Mir scheint, das ist auch ein Moment, der Kiew zurückhält. Außerdem weiß Kiew, dass Moskau sich einmischen wird, wenn es den Versuch eines großen Angriffs gibt. Das ist die stärkste Bremse. Im Falle eines Großangriffs werden russische Truppen kommen und die Bevölkerung schützen. Putin hat erklärt, dass man ein Abschlachten nicht zulassen wird. Deshalb glaube ich, dass es so weitergehen wird wie bisher. Es wird immer wieder Zuspitzungen und Beschießungen geben, aber einen Großangriff wird es nicht geben. In welchem Zustand befindet sich die Volksrepublik Donetsk heute? Ich würde sagen, dass es gelang, viele Probleme zu lösen. Das ist vor allem das Problem der Sicherheit. Wenn man die heutige Situation mit der Situation im Jahre 2014 vergleicht, kann man sagen, dass Donetsk so aussieht wie jede durchschnittliche russische Stadt. Nun, man kann sagen, dass es hier etwas sauberer ist, aber das Wichtigste ist, dass die Leute hier ruhig spazieren gehen können und keine Angst haben müssen, dass eine Person mit einer Waffe kommt und erklärt, er habe das Recht auf das Eigentum einer anderen Person. Die Sicherheitskräfte arbeiten und die Bürger fühlen sich sicher. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Aber es gibt Probleme. Die hängen damit zusammen, dass die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, dass es eine Entwicklungsperspektive gibt.
Es ist nicht klar, wohin sich die Republik entwickelt. Die Jugendlichen, die jetzt ihre Ausbildung an Schulen und Instituten beenden, planen ihr Leben weitgehend außerhalb der Republik. Die Jugendlichen und ihre Eltern sehen nicht, welche berufliche Tätigkeit die Jugendlichen in der Volksrepublik ausüben können. Die Gehälter und Renten sind sehr gering. Das könnte man aushalten, wenn klar wäre, dass die Volksrepublik in einem oder in 5 Jahren Teil der Russischen Föderation wird. Doch solch eine Sicherheit gibt es nicht. Wegen der Unsicherheit über den Status der Republik und dem niedrigen Wohlstand werden die aktivsten Leute, die ihr Leben verbessern wollen, nach Russland, aber auch in die Ukraine übersiedeln. Deshalb wäre es sehr wichtig, dass die neue Elite der Volksrepublik viel zielgerichteter und entschlossener eine Strategie zur Entwicklung der Republik ausarbeitet, damit die Menschen wissen, wie die Volksrepublik sich entwickeln wird und welche Perspektive es geben wird, wenn Russland die Volksrepublik Donetsk nicht aufnimmt. Außerdem scheint mir, dass der Zeitpunkt für einen Wechsel unter den leitenden Personen gekommen ist. Die Personen, welche zum Schutz der russischen Sprache und der russischen Identität des Donbass aufgetreten sind, haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben das Haus Donetsk geschützt. Jetzt müssen neue Spezialisten her, die den nächsten Schritt tun, die wissen, wie man das Haus Donetsk verbessert und die Bedingungen für die Verbesserung des Lebens schafft. Gibt es solche Menschen hier? Natürlich gibt es die. Das ist eine sehr entwickelte industrielle Region mit einer schwierigen Wirtschaft. Während der Sowjetunion und in der Zeit danach war Donetsk eine Kaderschmiede. Während der Proteste 2014 sind die auf die Straße gegangen, welche keine direkte Verbindung zu dieser schwierigen Wirtschaft hier in der Region hatten. Damals gingen Leute mit der klaren politischen Überzeugung auf die Straße, dass der Donbass pro-russisch sein soll. Oder sie gingen noch weiter und sagten, der Donbass soll Teil Russlands sein. Jetzt, so würde ich sagen, ist es Zeit für eine andere Strategie. Man braucht jetzt Technokraten. Es werden jetzt Technokraten gebraucht, die wissen, wie man die Wirtschaft in Gang bringt, die wissen, wie man langfristig plant. Denn das Schutzsystem für Donetsk ist bereits geschaffen. Es gibt Streitkräfte und es gibt eine Verteidigungslinie. Es gibt Kader, unter anderem auch russische, die dafür sorgen, dass diese Maschine arbeitet. Jetzt muss die Aufmerksamkeit ausschließlich auf die zivile Sphäre gelenkt werden. Die Menschen müssen spüren, dass sich jemand um sie kümmert. Ist es überhaupt möglich, neue Arbeitsplätze auch für junge Leute zu schaffen? Denn die wirtschaftliche Situation ist objektiv schwierig. Kohle und Stahl braucht Russland nicht. Mit was kann die Volksrepublik Donetsk überhaupt Geld verdienen? Alles ist möglich. Ob wirklich keine Kohle gebraucht wird, das wissen wir nicht. Natürlich wird Kohle gebraucht. Der Handel mit Kohle geht weiter und zwar in ziemlich großem Ausmaß. Der Donbass kann Kohle billiger verkaufen als russische Unternehmen. Donetsk ist eine sehr reiche Region. Sie ist reich an ausgebildeten Menschen und reich an Industriepotenzial. Und ich glaube, viel von dem, was es gab, kann man reanimieren. Und genau das wird jetzt versucht, mit direkter russischer Beteiligung. Jetzt muss man sich darum kümmern, dass die Menschen von hier nicht abreisen, damit die Jugend ihren Platz in der Republik sieht. Im Westen sagt man, hier fahren nur russische Panzer, hier wird alles von russischen Militärs gemacht. Hier gibt es keine Menschenrechte, hier gibt es volle Gefängnisse, Folter und keine Demokratie. Mit der Demokratie gibt es hier wirklich Probleme. Es gibt eine Ausgangssperre. Das ist eine Einschränkung der Rechte. Aber es gibt Krieg hier. Deshalb braucht man eine stärkere Kontrolle. Denn es kommen Untergrundstörergruppen hierher. Die Medien sind sehr schwach hier. Sie werden vom Staat kontrolliert. Die Kontrolle ist nicht stark.
Die Medien können sich viel erlauben. Aber es gibt nicht genug journalistische Profis, die auf dem nötigen Niveau arbeiten. Aber für die Menschenrechte und die Sicherheit wird auf hohem Niveau gesorgt. 2014 konnte noch jeder in eines der provisorischen Gefängnisse kommen und es konnten Leute verschwinden. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es arbeiten jetzt Gerichte und Staatsanwälte. Die gesetzliche Basis reicht noch nicht aus. Und es gibt noch Fälle, wo jemand verschwindet oder jemandem sein Geschäft abgepresst wird. Aber diese völlige Willkür, die 2014 herrschte, gibt es nicht mehr. Das Niveau der Demokratie ist nicht sehr hoch, aber es gibt sie. Sagen Sie bitte, hier gibt es große Betriebe, die der Staat unter seine Kontrolle genommen hat. Wie wird dieses Eigentum jetzt verwaltet und wie effektiv wird es verwaltet? Soweit ich weiß, läuft das noch nicht besonders gut. Oft ist die logistische Kette zerstört. Für Rohstoffe gibt es keinen Marktzugang. Diese ehemals privaten Unternehmen, die jetzt unter staatlicher Verwaltung stehen, werden faktisch von Russland ausgeführt. Es gibt russische Unternehmen, die sich um die Reanimierung der hiesigen Unternehmen kümmern. Das ist meiner Meinung nach völlig richtig. Denn diese Unternehmen zahlten bisher ihre Steuern in das ukrainische Budget. Die Volksrepublik hatte also keinen Nutzen davon. Einige Betriebe standen völlig still. Ich denke, die staatliche Verwaltung dieser Betriebe wird auch die finanzielle Belastung für Russland mindern. Denn Russland bezahlt faktisch den Haushalt von Donetsk. Ich glaube, dass Donetsk eine wirtschaftliche Zukunft hat. Die Republik kann Geld verdienen. Die Region hat der Ukraine viel Geld gebracht. Donetsk war Teil der Wirtschaft der Ukraine. Jetzt hat man sie von dort losgerissen. Deshalb fühlt sich die Wirtschaft von Donetsk noch nicht sehr gut. Man muss Donetsk jetzt an das russische Wirtschaftssystem anschließen. Ich frage den Journalisten, welche Bedeutung der Donbass heute für Russland hat. Der Donbass ist ein Gebiet, wo sich ein Gedanke entwickelt, der für ganz Russland wichtig ist. Mit diesem Gedanken wird Russland leben. Hier bildet sich das Verständnis, wofür ein russischer Mensch sterben kann. Er kann und muss sterben für die russische Sprache, für seinen Glauben, für seine Kultur, für die Gemeinschaft der russischen Menschen. Das erste Mal in der postsowjetischen Geschichte steht Russland an einer gefährlichen Grenze. Was gab es in der postsowjetischen Geschichte? Wir hatten die Vorstellung, man müsse die westlichen Standards des Konsums und vielleicht die westlichen Standards der Produktion erreichen. Wir hatten die Vorstellung, dass man das ganze westliche Wertesystem, das politische und das kulturelle System übernehmen muss. Dann könne man Russland zum Wohlstand führen. Aber es klappte nicht. Das Wertesystem ist nicht vollkommen und die Standards wurden bei uns nicht verwirklicht. Im Ergebnis haben wir das Verständnis von unserer eigenen Identität und des eigenen Wertesystems verloren und haben nichts Neues dazu gewonnen. Dank des Donbass beschäftigen wir uns jetzt viel mit unserer Vergangenheit. Und der Donbass zeigt Perspektiven für das Kommende. Der Sinn des menschlichen Lebens ist, dass der Mensch versteht, wofür er das Leben geben kann, wozu er ein so hohes Opfer bringen kann. Und ich denke, dieses Verständnis haben wir zum großen Teil hier im Donbass gewonnen. Deshalb meine ich, dass der Donbass ein Schlüsselereignis der neueren russischen Geschichte ist. Was meinen Sie, hat der Donbass in der russischen Medienlandschaft heute einen würdigen Platz? Nein, nein. Ich habe den Eindruck, dass es die Russen heute nicht besonders interessiert, was im Donbass passiert. Das ist nicht schlimm. Das ist eine Diffusion, die ziemlich langsam vor sich geht. An der Oberfläche muss es nicht unbedingt Anzeichen geben,
dafür, dass der Donbass von der russischen Kultur durchdrungen ist. Kultur befindet sich in großer Tiefe. Was wir in den Medien und in den Fernsehshows sehen, das ist nicht Kultur. Das ist etwas für den Massengebrauch. Ob der Donbass in den Medien viel oder wenig vorkommt, hat keine Bedeutung. Viele Liberale in Moskau meinen, dass im Donbass viele Leute mit Maschinengewehren rumlaufen, die sich woanders nicht realisieren können. Natürlich gibt es die. Es gibt Abenteurer, die Adrenalin brauchen. Aber das sind nicht viele. Der Großteil der Freiwilligen sind Leute von hier, Geschäftsleute, Bergarbeiter, Menschen aus allen Berufen. Wie beurteilen Sie die Feldkommandeure Alexei Mosgavoy, Motorola und Givi? Welche Bedeutung haben sie für den Donbass und für Russland? Das sind Personen, die sich geopfert haben. Es gab hier 2014 teilweise Anarchie und Eigenmächtigkeit. Deshalb gibt es diese Zurückhaltung. Von wem? Von Moskauern, die meinen, hier sei eine halbkriminelle paramilitärische Region entstanden. Nein, jetzt gibt es hier sogar eine übermäßig bürokratisierte Armeestruktur, welche Dienstvorschriften unterliegt. Es gibt eine harte Disziplin. Das heißt, Ordnung herrscht hier. Aber nicht bis ins Letzte. Was ist Ihr Traum? Wo möchten Sie in den nächsten 20 Jahren leben? In Russland. Das heißt nicht hier. Warum? Das hier ist Russland für mich. Absolut. Dass das hier nicht Teil des russischen Staates ist, ist für mich kein Problem. Das hier ist ein Teil Russlands, welches außerhalb der Grenzen Russlands lebt. Aber Ihre Familie möchte hier wahrscheinlich nicht leben. Sie müssten also nach Moskau fahren, um mit der Familie zu leben. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, wie sich das alles entwickelt. In meinem Leben gab es viele Situationen, wo sich mein Alltag völlig verändert hat. Jetzt fühle ich mich hier sehr wohl. Hier fühle ich mich emotional und geistig wohl. Wie es sich weiterentwickelt, wer weiß. Ich plane nichts voraus. Wie beurteilen Sie die Situation im Westen? In Deutschland wissen die Menschen nicht, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt. Viele Menschen in Deutschland halten Putin für einen Diktator und der liberale Teil der Gesellschaft versteht nicht, was das ist, die Volksrepublik Donetsk. Man sieht in den Volksrepubliken nichts Positives. Der heutige Westen erinnert mich an die Sowjetunion. Denn im Westen gibt es jetzt äußerst harte politische Einstellungen gegenüber Russland. Russland wird als Quelle des Bösen bezeichnet. Niemand will sich mit der Realität beschäftigen. Das einmal aufgebaute Muster wird auf alle Ereignisse aufgedrückt und nach diesem Muster werden alle positiven und negativen Bewertungen getroffen. Man kann sagen, dass die Ideologie im Westen das sowjetische Modell kopiert. Das sowjetische Modell beurteilte den Westen nach einer Schablone und zeigte nur die dunkle Seite der Realität. Und niemand in der Sowjetunion versuchte herauszubekommen, was im Westen wirklich vor sich geht. Zum Glück hat sich Russland davon entfernt. In Russland gibt es nicht dieses harte Modell, welches die Ereignisse nach vorgegebenen Richtlinien beurteilt. Die Europäische Union und Amerika benutzen dieses primitive Bewertungsmodell. Aber so wie wir uns von diesem Modell verabschiedet haben, so wird auch der Westen sich davon verabschieden. Denn sich lange in völliger Dunkelheit aufzuhalten, ist nicht sehr angenehm. Es gibt in Moskau oppositionelle Medien, die beklagen eine übermäßige Kontrolle des Internets, einen übermäßigen Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche, eine übermäßige Machtvertikale. Ich sehe das nicht. Ich sehe in Russland im Gegenteil regionale Besonderheiten, regionale Eigenarten, regionale Rechte. Was das Internet betrifft, gehen Sie ins Internet,
Und wenn Sie wollen, finden Sie dort 1000 Flüche über Putin und Beschuldigungen, dass er ein blutiger Tyrann ist. Diejenigen, die das sagen, verstehen nicht, dass wenn er ein Tyrann wäre, dass man dann versuchen würde, sie zu beruhigen und ihnen den Mund zu stopfen. Aber sie können in Ruhe, ohne ihre Moskauer Wohnungen oder Cafés zu verlassen, Putin kritisieren. Bei ihrer Wortwahl sind sie nicht wählerisch. Sie kritisieren das blutige Regime und haben keine Angst vor Folgen ihrer Worte. Dass es eine starke Unterstützung für Putin gibt, ist eine Tatsache. Meiner Meinung nach ist das gut, weil Russland heute in einer schwierigen Situation ist. Gegen Russland hat sich die ganze Welt zusammengeschlossen. Russland lebt unter dem Regime der Sanktionen. Wenn man sich die postsowjetischen Staaten ansieht, ist Russland das am meisten demokratische Land. In Russland kann sich die Opposition am meisten herausnehmen im Vergleich zu den anderen ehemaligen sowjetischen Staaten. In Russland gibt es eine reale Föderalisierung. Die oppositionellen Medien in Russland haben einen fast unbegrenzten Raum, in dem sie arbeiten können. Ihre Arbeit wird nur durch die Strafgesetze begrenzt. Was die Menschenrechte betrifft, in der Ukraine und in den baltischen Staaten wird die russische Sprache unterdrückt. In Russland gibt es nichts dergleichen. Es gibt keine Einschränkungen für die Nationalitäten und ethnischen Gruppen. Russland ist ein Land mit vielen Nationalitäten. Ich habe nichts von Beschwerden wegen der Unterdrückung einer nationalen Minderheit gehört. Nicht alles ist ideal. Nur eine Partei ist an der Macht. Das Parlament ist nicht ideal. Es unterstützt die herrschende Ordnung und das herrschende Regime vollständig. Die KPRF gehört zu den drei Stützen des Systems. Aber wir haben gesehen, welche Unterstützung die außerparlamentarische Opposition bei den Wahlen bekommt. Wie viel hat Xenia Sobchak bei den Präsidentschaftswahlen bekommen? 1,5% der Stimmen? Die Opposition ist so weit in den Machtorganen, wie es ihrem Einfluss in der Bevölkerung entspricht. Während unseres Interviews saßen wir am Puschkin Boulevard im Zentrum von Donetsk. Hier quillt das Leben, vor allem nach Feierabend und an den Wochenenden. Die Menschen schlendern hier so gemächlich und entspannt, als ob es in ein paar Kilometern Entfernung keinen Krieg gibt.